Aber ach, du hast doch ein gutes Herz, Geralt. Übrigens, gute Arbeit bei dem Letzten. Das Blut ist fast bis an die Decke gespritzt. Ich habe mir oben Caesars Kabinett angesehen. Und? Kein Wunder, dass er damit nicht angegeben hat. Eine nilfgaardische Rüstung, ein Porträt von Emir, Joachim de Wets Schädel, Vatier de Rideau's Dolch, Skellens Henkerseil. Ach du Scheiße, Igitt. Ekliger Kerl. Und dem habe ich die Hand geschüttelt. Aber hast du das Seil zufällig mitgebracht? Ich kenne ein paar, die dafür ein hübsches Sümmchen zahlen würden. Manche stehen auf solchen Kram. Nein. Aber anders. Wenn du meinst? Ich habe auch eine Figur gefunden. Einen nilfgaardischen Soldaten. Auf ihr liegt irgendein Zauber, aber ich kann nicht sagen, was für einer. Triss dürfte das wissen. Gute Idee. Ich bringe sie ihr vorbei, wenn ich dazu komme. Die Nathalies Karte ist die einzige, die noch fehlt. Wird Zeit, Ravi aufzusuchen. Mach das. Ich gehe zum Käufer und mache einen Treffpunkt für die Transaktion mit ihm aus. Bis dann, Geralt. Ein Kundenverstand wird sofort sehen, wer eine Magie ist, wird an meiner Seite. Können wir hier nochmal handeln? Vivaldi. Sieh an, sieh an. Der weiße Wolf persönlich in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für dich tun? Geld umtauschen, ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Kronen 700. Oha, ich habe wieder ein bisschen Geld. Was kann ich für dich tun? Wie läuft das Geschäft? Mehr fällt dir nicht ein? Fragst du einen Fischer, ob sie beißen? Oder eine Alte, ob sie gesund ist? Das Geschäft läuft hervorragend. Der Krieg wirft Profit ab, wenn man weiß, wie. Nilfgaard war noch gar nicht über den Ponta, da wurde ich schon mit versicherten Holz- und Eisenlieferungen aus Kovie beauftragt. Ich habe meine Investitionen versiebenfacht. Nett. Nett vom sollte Krieg man meinen. Profitieren. Aber da sind noch die Kopfsteuer für Anderlinge, der Kirchenzähl, Kriegssteuern und meine Ausgaben. Zieht man alles ab, bleibt nur noch ein Almosen übrig. Höchstens ein Dutzend Kisten. Bis zum nächsten Mal. Kredit können wir hier nicht aufnehmen. Bitte nicht. Netz verfangen. Anderling, nicht wahr? Deinesgleichen findest du hier. Du würdest einen guten Seemann haben. Ich weiß nicht, wen du suchst, aber hier findest du ihn nicht. Silber. Ach, kein Becher. Was hab ich denn? Hier wohl nicht. Die Straße ist vielleicht. Wir haben uns fast erwischt. Wir sind knapp entkommen. Einer von denen ist es nicht. Ah, die dort. Sieh mal an, dieser verflohte Mutant. Gesell dich doch bitte zu uns. Ravi liebt Gesellschaft. Sieh nur, wie froh er ist, dich zu sehen. Bist du froh, Ravi? Ja. Er wäre sicher noch froher, wenn du ihm nicht diesen Dolch in den Rücken bohren würdest. Ah, das sagst du nur, weil du die Lage nicht überblickst. Unser gemeinsamer Freund Ravi hier wollte gerade um sein Leben spielen.
Ihr habt die Karte. Was wollt ihr denn noch? Hättest du einfach aufgegeben, statt zu versuchen, uns reinzulegen, wären wir längst weg. Leider sind alle deine Finger gebrochen. Da muss wohl der Hexer für dich spielen. Wie klingt das? Auf gar keinen Fall. Siehst du? Ravi ist dabei. Was sagst du? Wir erhöhen den Einsatz ein bisschen. Dann kriegt die Sache mehr Pep. Ravis Leben und die Nathalies Karte. Einverstanden? Ich kann mit Ravi nichts anfangen. Dieser Hexer ist ein Langweiler. Komm schon, du bist so gut wie tot! Das sehe ich anders. Es ging schnell. Für die Karte. Ja. Wird auch Quinn spielen können, gewinnen können, aber ja, hätten wir eh nicht. Wird eh verloren. Um die Karte zu Sultan. Das ist immer im Hafen irgendwo ein Depressiver. Wie rechts mit dem Leben. Leben. Das sagt er mal. Als Verkleidungskünstler kannst du sicher mehr als. Lasst uns verbrennt die Hitze spielen. Tag, Sultan. Sultan? Geralt? Auf gar keinen Fall. Ich hab die Karten, Sultan. Ha, ich glaube, wir schaffen es, bevor die Schergen des Bettlerkönigs mich kriegen. Komm, ich habe in der alten Brauerei ein Treffen mit dem Käufer arrangiert. Er wird begeistert sein, dass wir alle Karten haben. Ja, ja. Na dann. Der Austausch. Wir sollten ihn rasch hinter uns bringen. Hast du Angst, dass dein Kunde es sich überlegt? Nein, dann schon eher ich selbst. Ich hatte so viele Interessenten. Ich kam mir vor wie die Ballkönigin. Wer ist denn der Käufer? Der Freund eines Freundes. Ich weiß nicht... Okay. Da wären wir. Ah, endlich. Ich fürchte, die Leiche ist schon kalt. Was soll das? Dein Kaufinteressent hat uns das Geld übergeben und ist verstorben. Etwa in dieser Reihenfolge. Es war doch hoffentlich nicht zu mühsam, die Karten zu besorgen. Versuch's doch mal selbst. Du willst mich herausfordern. Ich bin nicht so dumm wie der Graf. Das solltest du langsam wissen. An die Arbeit, Jungs. Den Zwerg will ich lebendig. Ich muss noch mit ihm plaudern. Alles klar. Geralt, der Bastard macht sich mit meinem Geld vom Acker. Mit unserem Geld, verdammt. Jagt dem Hurensohn nach. Ich kümmere mich um die anderen. Okay. Links, links. Wir können die nicht umbringen. Jagt ihm nach. Okay. Leitern und so. Gut, klar, da draußen. Der fünfte Stahler! Huren vorn hat mir einen Fahnen aufgeschlagen. Was? Ich verstehe kein Wort. Es gibt kein Entkommen, Herzog. Bleib einfach stehen.
So, wo ist jetzt hin, der Herzog? Vermute mal hier hoch. Willst du Geralt? Oder nicht? Ah ja, hier. Okay, hier ist er nicht. Beeindruckend. Geschlossen. So wohl runter. Ein bisschen rumpacken. Und wie geht's durch die Kanalisation? Geschlossen. Ach nö. Er hält mich nur unnötig auf. Lass mich! Scheiß Ertrunkene! Du könntest einen Hexer gebrauchen. Sehr amüsant. Wenn ich dir das Geld gebe, lässt du mich dann in Ruhe? Ja, du kannst gehen. Falls du kannst. Welche Chancen habe ich mit diesen Wunden? Keine großen. Bis dann. So, wir haben das Geld. Und? Hast du ihn gekriegt? Und das Geld? Ja. Was ist mit dem Herzog? Hast du es ihm gegeben? Nein, ich habe ihn gehen lassen. Ach, ich hätte mitgehen sollen. Du weißt doch, dass er es auf mich abgesehen hat. Jetzt ist er sicher doppelt entschlossen. Das bezweifle ich. Ich glaube, er wechselt die Branche. Wenn er es lebendig da rausschafft. Also, Geralt, was willst du? Geld oder Karten? Ohne dich hätte ich's nie geschafft. Also hast du die Wahl. Wenn du Gold willst, kein Problem. Ich finde im Handumdrehen einen anderen Käufer für diese Karten. Die Karten kann ich nicht gebrauchen. Geld wäre mir lieber. Es ist dein. Ich kann den Bettlerkönig trotzdem bezahlen. Da wird der Schwanzlutscher aber staunen. Viel Glück, Sultan. Danke, Geralt. Und nicht vergessen, der König des Ponta ist der Welts. Ja. Restabilisiert ein gefährliches Spiel. So, Resetzi Skelliger. Da würde ich dir mal vorschlagen, dass wir das im nächsten Stream machen. Ich muss jetzt 100 Parts mit Witcher schneiden. Und hochladen. Ich laufe hier schon mal hin zum goldenen Stör. Gehen wir dann im nächsten Stream rein. Keine Zeit für euch. Wir schleichen halt. So, sucht den goldenen Stör nach dem Captain des Schiffs. Da mein goldenen Stör. Den betreten wir beim nächsten Mal. Könnte so ist das gewesen sein. Aber das war gar nicht so einfach. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch
auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider weilte sie schon nicht mehr in Novigrad. Ein Schwarm von Banditen war uns auf den Fersen gewesen. Dann hatte die Tempelwache uns umzingelt. Da war sie mit einem heißen Blitz verschwunden. Wohin? Wusste ich auch nicht. So, da wären wir schon. Solange in der Taverne. Die Freischärler durch die Kettwener Wälder jagen, solange ist Novigrad der goldene Stör am Hafen. Die Hafenkneipe. Alter, vor schön. Da würde ich mal sagen, gehen wir dort rein und suchen den goldenen Stör nach dem Kapitän des Schiffs und brechen auf. Hoffentlich nach Skellige. Reiseziel Skellige. Benimm dich. Sagt der Richtige. So, Hallöchen. Ich suche nach einem Captain. Der Captain, Herr Captain. Bist du Wolfstein? Kapitän der Atropos? Was ist? Ob ich Atropos, Captain der Wolfstein bin? Komplett besoffen. Keine Ahnung. Sehr schön. Ich muss nach Skellige. Meine Atropos und ich, wir setzen bald Kurs auf Skellige. Hab Getreide an Bord. Ist aber streng geheim. Na gut, deswegen erzählst du es jedem. Genug, gell? Nein. Ich brauche noch mehr Geld. Genau. Ohne Vorauszahlung mache ich mir nicht mal den Arsch in der Bank. 1000 brauchen wir. Okay, können wir vielleicht hier schmutzige Völker. Die Taverne, so zu kommen, vielleicht was verkaufen. Was denn sein? Was gibt's denn? Show me what you have. Verkaufen wir mal. Oh, der ist was wert. Ach, auf die 1000 kommen wir gleich. Ist nicht schwer. Und da haben wir sie schon. Was gibt's denn? Okay, können wir noch ein bisschen was kaufen? Gerätes Schweinefleisch. Backkartoffel. Süßes Brötchen. Jetzt müssen wir wieder was verkaufen. Wir haben noch genügend zu verkaufen. Verziertes Schwert. Sechzehn Pfeifen. Achtundneunzig. Jetzt haben wir exakt 1000, danach sind wir blank. Wiedersehen. Anders. Da bist du ja. Hast du das Geld? Exakt. Nimm anders. Ja, reicht das? So schwer wie ein Bullensack. Wann segeln wir los? Bist du wirklich bereit? Du kannst ja kaum stehen. Pass auf, Freunde. Kapitän Wolfstein segelt niemals nüchtern. Und feier. See schwappt in die eine, Wolfstein in die andere Richtung. So wird man nicht seekrank. Bereit zum Ablegen? Bitte nicht. Dann mal los. Erst müssen wir was trinken. Auf den Wind, aufs Glück. Und auf meine starke Atropos. Ah ja. Leinen los! Und werden sowas von untergehen. Wir müssen den Weg nach Skellige schwimmen. Ja.
Schieber an Adra. Okay. Brustpanzer. Das Schiff wird überfallen. Na, sehr toll. Piraten. Oh nein. Du wirst es nie lernen. Gerade zur falschen Zeit gegessen. Ach du Schande. Gestrandet. Oder was? Schiffbruch. Es war mir eigentlich so klar, dass wir nicht heute nach Skelle gekommen. Skellige Art, Skellige, einige Stunden später. Ach, wurden angespült. Es war so klar, dass wir mit einem heilen Schiff hier ankommen. Verschwinde, oder ich töte dich. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Naja. Fledderst du jede Leiche, die an Land gespült wird? Eine Leiche zu plündern ist kein Diebstahl. Ich bin ein Inselbewohner. Ich sähe nicht und ich ernte nicht. Das Meer bringt mir meine Nahrung. Du warst auf der Atropos, oder? Ja, ich dachte, der Kapitän hätte eine Vereinbarung mit euch. Mit uns? Wen meinst du? Hat er wohl eine Vereinbarung mit Lugos? Aber mit Krach? Nein. Hätte er aber brauchen können. Ausländische Schiffe sind in diesen Gewässern nicht willkommen. Was ist mit dir? Was willst du hier? Ich muss eine Zauberin treffen. Jennifer von Wengerberg. Sie müsste auf Artskellig sein. In Kaer Trolde gibt's eine Hexe. Krachs Gast. Hm, vielleicht ist sie es, die du suchst. Wir suchen ja hauptsächlich nicht Jennifer, sondern Ciri. Nehme ich richtig an, Alter. Du hast sie gesehen? Weißt du, wie sie aussieht? Ja, schwarz-weiße Kleider. Wären nicht ihre Titten, sähe sie wie ein gestrandeter Wal aus. Auch die, die eine Frau in ihr sehen, würden sie am liebsten wieder zurück ins Meer schubsen. Titten oder nicht? Mhm. Wie heißt du? Steingrim. Nun, Steingrim, ich mag dich nicht. Um ehrlich zu sein, würde ich dir am liebsten eine runterhauen. Nur zu, Fremder. Versuch's. Ach, bitte. Haben wir's jetzt? War das genug? Bring es jetzt besser zu Ende. Sonst bist du gleich geliefert. Das war ein guter Kampf. Das sollte vorerst reichen. Du kennst den Weg nach Kaer Trolde? Ich finde ihn schon. Geh nach Norden. Dann nach Westen zur Bucht, bevor du zur Brücke kommst. Du findest den Jarl heute im Hafen. Deine Zauberin müsste auch da sein. Danke. Mach's gut. Ach, die guten alten Wikinger. Ja. Okay, nicht unser Pferd. Haben wir unser Pferd mitgenommen? Plötzlich bist du da. Ja, Plötzlich ist da. Sehr gut. Können wir ein bisschen Lächeln flattern? Das müsste das Treibgut mal mit uns nehmen. Was haben wir da für einen Schatten? Sieht aus wie Drachen. Ja.
geh mal hier ein bisschen. Nach Treibgut gucken. Oh Scheiße. Eine Sirene. Okay. Ich glaube, gegen die können wir nicht wirklich bestehen. Das sollten wir erstmal. Wir sollten, wenn möglich, das weiter suchen. Oha, das hat aber gerade gemacht. Wenn wir plötzlich so weit kommen, den Berggang. Steifen Klippen. Steine Klippen. Sorry. Versprochen. Okay, mit dem können wir nicht reden. Hier ist ein Schnellreiseschild. Das erste aufs Gelege. Hatte allerdings erwartet, dass wir noch ein bisschen länger brauchen. Dass wir nicht so schnell nach Skellig gekommen. Silberohrringe vom Festland vielleicht? Wenn meine Räte die was besten vom Festland waren der Insel. Mit Abstand. Hey, zeig mir lieber was. Komm und sieh dich um. Hallo, willst du was kaufen? Was gibt's denn? Zeig mir deine Ware. Und ein Sattel. Und 50 Ausdauer. Das ist doch schon mal. So viel Geld haben wir allerdings nicht. Im Gang kein Geld. Einsame Weltreiseführer. Aha. Schon nicht schlecht. Das können wir gebrauchen, aber. Vielleicht warten wir mal, bis wir ein paar Quests abgeschlossen haben und wieder Geld gekriegt haben. Komm schon, Plätze. Und kommt bestimmt hier nochmal vorbei. Wenn nicht, gibt es woanders auch noch Sachen. So, Hafen von Kertolde. Toll. Ich heute nicht spielen, Papa. Wir müssen zum Hafen und König Bran verabschieden. Zum Spielen ist heute nicht die Zeit. Okay, hier wirklich scheint hier wirklich ein Wikingerdorf zu sein. Wir haben Landschiffe gebaut. Das ist eine Sidequest. Gerade nicht. Unsere Zeit bei den Lebenden ist nicht. Okay, da wird einer zu Grabe getragen. Oder zu Wasser. Zu Schiff. Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Irna sollte sein, die Dete.
Sie haben ihr Bett länger geteilt. Das ist Ihre Entscheidung. Was, stirbt sie jetzt mit ihm oder was? Meine Fresse. Scheint mir doch sehr brutal. Gleich zwei Leute drauf. Das halte ich doch für überflüssig. Wie schön du bist. Danke. Schön, dich wiederzusehen.